Einen haben wir noch, während sich die meisten Kreismannschaften ja schon im Winterschlaf befinden. Hier nochmal das Rennen um Platz 3 in der ersten Kreisklasse. Germania Rea rechts in Weiß und Grün. Gastgeber für die Rot-Schwarzen vom TuS Roden. Dritter gegen Vierter. Die Ausgangslage ganz klar. Wer oben dran bleiben will, wer auf Platz 3 überwintern will, der muss das Ding hier heute gewinnen. Vor richtig guter Kulisse, bei Eiseskälte, aber insgesamt gutem Wetter waren die Voraussetzungen. Also gut hier in Rea, und Schiedsrichter Alexander Herold, der hatte ein richtig gutes Spiel zu leiten, in dem die Gäste aus Roden die erste richtig gute Torschance hatten. Andreas Schiermark bleibt Sieger in der ersten Minute im Duell mit ihm hier, mit Dennis Meyer. Roden hätte hier also gut und gern gleich zu Beginn in Führung gehen können und macht dann auch weiter. War zunächst die tonangebende Mannschaft, das Team von Jörg Püdde, hier über die rechte Seite rein in die Mitte. Und da ist Raphael Pasternak im letzten Moment nochmal gestört. Richtig gefährlich war es da. Zweite gute Chance also schon für den TuS, der dann aber zunächst mal den Rückwärtsgang einschalten musste. Gute Aktion der Germanen. Der Ball kommt dann irgendwie nochmal in den Rückraum, und da ist die Direktabnahme. Schöner Versuch von Marc Wilgeroth. Also erste Chance auch für die Germania. 5 Minuten erst gespielt, und da konnte man schon sehen, hier ging es richtig zur Sache. Hier war richtig Pfeffer im Spiel. Tolle Partie auch für die Zuschauer. Dann der Spielertrainer Rügge mit tollem Pass auf Nils Albrecht, den A-Jugendspieler. 2 Minuten später nach der ersten Möglichkeit. Dann also 7 Zeigerumdrehungen rum und Nils Albrecht mit der ersten Chance. Aber Rodens Keeper Stefan Dreier, der musste bis dato noch nicht eingreifen. Sein Team jetzt hier wieder im Angriff mit diesem Versuch von Nico Grett. All das noch in der Anfangsviertelstunde. Also ein tolles Spiel. Und weiter wieder auf der anderen Seite. Ein ständiges Hin und Her mit leichten Vorteilen. Zunächst für Roden. Nils Albrecht setzt sich schön durch. Der Blick in die Mitte, aber dann im allerletzten Moment Benno Reuke. Dann gestört. Da muss er eigentlich nur noch einschieben. Das war ja quasi das 1-0. Aber Nico Glatt kommt nochmal dazwischen und verhindert hier den Einschlag. Starke Aktion des Rodener Verteidigers, der dann erneut gefordert ist. Rücke dann aber mit der Abnahme und der Führung. Klasse Tor vom Spielertrainer himself sozusagen. Führung nach 22 Minuten. Etwas schmeichelhaft vielleicht, weil auch Roden richtig gute Einschlagsituation hat. Hier der nächste Gefahrenpunkt. Schöner Kopfball vom Routinier, von Raphael Pasternak. Dann hier im Angriff 25 Minuten gespielt. Schiermark im Glück, der Ball am langen Pfosten vorbei. Eckball dann für Germania, für Rea. Aber Tobias Rügge diesmal nicht so zielsicher wie bei seinem Führungstreffer. Also dann doch vorbei nach schöner Direktabnahme. 1-0 weiterhin der Spielstand für die Germanen, aber der TuS, der hatte immer wieder richtig Gefahr zu bieten. Schöner Kopfball, Jan-Erik Tillner, aber Andreas Schiermark auf dem Posten. 28 Minuten gespielt hier, überschlugen sich weiterhin die Höhepunkte. Dann Freistoß für Rea, der Ball setzt gefährlich nochmal auf. Nils Albrecht war der Schütze und Stefan Dreier dann aber ohne Probleme. Das war's in Halbzeit 1. Viele Höhepunkte, nur ein Treffer, und der gehörte ihm hier, Tobias Rügge, Rea-Spielertrainer, zum Ärger natürlich hier von Jörg Püdde, dem Coach des TuS Roden, hier mit seinem Routinier Raphael Pasternak. Und dann gleich wieder nach dem Seitenwechsel die Gäste im Vorwärtsgang. Schön, dieser Kopfball, der sollte wahrscheinlich nochmal in die Mitte gespielt werden. Nico Grett war es, aber Schiermark passt auf und fischt sich die Kugel. Roden dem Ausgleich jetzt nah. Hier in der zweiten Halbzeit ein Riesenschuss. Jannis Höpfner aus der Entfernung. Ich meine, da war Schiermark noch dran. Also das war's ja quasi hier, der Ausgleich. Aber doch, dann klasse gehalten. Und am Ende rettet der Querbalken für die Germania. Und dann erneut gewurschtel die Situation schwer einzusehen. Und dann gibt es den Elfmeter in dieser Situation von Schiedsrichter Herold. Raphael Kuhlmann war es, der hatte Püdde getreten, aber Schiermark bleibt Sieger in diesem Versuch hier gegen Jan-Erik Tillner. Andreas Schiermark
also auf dem Posten und hält hier die knappe Führung für seine Elf fest, die danach aber wieder in Gefahr gerät. Hier dieser Kopfball, dann der Nachschuss und wieder geklärt. Timo Püdde war es, 69 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Also mittlerweile schmeichelhaft die Führung für die Gastgeber, für den Tabellendritten, der diesen Platz dann ja auch bei diesem Spielstand am Ende mit in die Winterpause nehmen würde. Die nächste Aktion dann von Marvin Siefer, dem Verteidiger mit vorgeeilt, 78 Minuten gespielt. Das mal wieder ein Offensivzeichen der Reeraner, die danach aber wieder Abwehrarbeit zu verrichten hatten. Der Ball wird immer länger, segelt über Keeper Schirmack hinweg, der Ball von Dennis Meyer. Aber Schirmack kann gerade noch seine Fingerspitzen dran kriegen. Deswegen bleibt es dabei. Und Rea wollte auf der anderen Seite alles da machen und tut das auch. Es war der Youngster im Team, Nils Albrecht, 82 Minuten, 2:0. Jetzt fallen natürlich einige Steine vom Herzen sozusagen. Rügge, der Spielertrainer, wieder mit dem schönen Pass auf seinen Nachwuchsass, auf Nils Albrecht. Und der macht's wie ein ganz Alter, nämlich eiskalt, 3:0, 83 Minuten. Dabei bleibt's, Rea gewinnt in der Höhe, schmeichelhaft, das Spiel um Platz 3 gegen den TuS Roden. Jannis, heute eine 0:3 Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Rea. Das war heute das Spiel um Platz 3, kurz vor der Winterpause. Hat es heute bei euch nur an der Chancenverwertung gelegen oder meinst du, es gab noch einen anderen Grund, der zur Niederlage geführt hat? Ja, ich denke, es war heute das erwartet schwere Spiel. Wir haben gegen Rea die letzten Spiele, die letzten Jahre immer schwer dagestanden. Haben im letzten Heimspiel oder beziehungsweise im letzten Auswärtsspiel 0:5 verloren. Haben uns heute viel vorgenommen. Starten ja, mit einem Ball hinten rein, den Tobias Rügge da ja, nicht immer so reinschießt, haben vorne sowohl wie auch hinten Schwierigkeiten, richtig an die Zweikämpfe zu kommen. Vorne machen wir die Dinger nicht. Zweite Halbzeit geht aus meiner Sicht klar an uns, bis wir dann hinten die Konter reinkriegen. Wieder einen Elfmeter verschossen, das ist so ein bisschen unsere Krise momentan. Die letzten 5 gingen nicht rein. Da müssen wir ganz klar an uns arbeiten, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Ansonsten, ja, das Spiel musste nicht verlieren. Das sind Dinge, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Jetzt geht es erstmal in die Winterpause, dann fokussieren wir uns neu. Und dann müssen wir gucken, dass wir oben nochmal angreifen, weil unser Ziel, was wir uns gesetzt haben, so ein bisschen uns davonläuft. Ja, wir arbeiten dran. Und meinst du, dass diese Niederlage heute ein bisschen auf die Moral schlägt für die Winterpause? Oder meinst du, dass ihr es jetzt durch die Zeit locker wegstecken könnt? Ja, wir haben vor den Spielen gegen Asadi und gegen Rea eine Siegesserie hingelegt. Wir sind in der letzten Saison durch so eine Siegesserie nochmal weit nach vorne gekommen. Das wird uns keinen Beinbruch bringen. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt die Chancen besser verwerten, hinten die einfachen Dinger nicht zulassen. Das ist eine Sache, das muss aus den Köpfen raus und dann werden wir nächstes Jahr nochmal angreifen. Vielleicht ist Asadi weg, das müssen wir schauen. Die werden sicherlich auch noch stolpern, gerade bei denen zu Hause auf dem schwierigen Geläuf. Aber wir geben nicht auf, noch ist alles drin. Okay, Jannis, vielen Dank für deine Worte. Mach's gut. Danke. Ciao. Tobias, heute gegen den direkten Konkurrenten Roden, heute 3:0 gewonnen. Meinst du, das Ergebnis geht so in Ordnung oder ist es eher nicht so ganz verdient in der Höhe? Ich glaube, da muss ich echt mit dem Schmunzeln reingehen in dieser Frage. Definitiv haben wir es nicht verdient. Roden war stark in der ersten Halbzeit und noch viel, viel stärker in der zweiten Halbzeit, spätestens bei dem Elfer. Wenn den musste machen, eigentlich, ne, beim Elfer musste machen und die waren wirklich über 40 Minuten nur am Drücken. Wir können froh sein, dass wir unseren Torwart Andi Schirmack, da können wir uns, glaube ich, bedanken, dass wir die 3 Punkte haben und natürlich bei Nils Albrecht, der bärenstark da vorne ist und wirklich da am Wirbeln ist. Und ihr seid jetzt durch diesen Sieg heute mit dem 3. Platz, geht ihr damit in die Winterpause und meinst du, ihr könnt darauf gut drauf aufbauen für die Zeit nach der Winterpause, also die nächsten Spiele, die danach noch anstehen oder meinst du, ihr habt einen schweren Weg noch vor euch, um euch da oben noch weiterhin zu halten? Also auf jeden Fall ist es ein schwerer Weg. Ich glaube, ganz nach oben, das wird dieses Jahr echt schwierig. Asadi, die sind zu stark einfach, die marschieren da komplett durch. Hajen, die kannst du, glaube ich, auch nicht mehr stoppen. Von daher geht es da wirklich nur noch, glaube ich, um die goldene Annas. Platz 3 schön, ja, aber für kaufen kannst du dir auch nichts. Aber trotzdem macht es natürlich viel mehr Spaß als letztes Jahr noch unten damit rumgeistern. Das macht dann auch keinen Spaß. Also von daher, ich bin zufrieden mit der Hinserie, beziehungsweise mit dem Jahr 2018. Da bin ich zufrieden und darauf kann man natürlich aufbauen. Und
Und als letzte Frage, ihr steht in den letzten Spielen oft mit A-Jugendspielern da. Und was meinst du, wird euch das in den nächsten Saisons, beziehungsweise in der nächsten Saison, wenn sie dann schon hochkommen, die meisten, wird das den TSV Germania Rea noch weiter nach vorne bringen mit der A-Jugend, die momentan in Bezirksliga spielt? Oder meinst du, dass die Kreisklasse trotzdem schwierig wird, beziehungsweise dass das Aufsteigen eher immer noch Nebensache ist? Erstmal können wir uns bedanken bei der A-Jugend, sonst würden wir in diesem Jahr schon in der zweiten Kreisklasse spielen. Also die haben uns letztes Jahr schon den Arsch gerettet. Von daher, die sind bärenstark, die Jungs, und wir hoffen, dass wir sie halten können. Und mit der A-Jugend kannst du natürlich dann im nächsten Jahr auch komplett aufbauen, wenn sie denn da bleiben. Und dann versuchen wir natürlich oben wieder mitzuspielen, und vielleicht schafft man es irgendwann mal mit den A-Jugendlichen, wenn man die wirklich komplett integriert hat, dann wirklich ganz oben und einfach mal in eine Kreisliga reinzuschnuppern. Das ist natürlich Ziel für den TSV, und von daher, das versuchen wir einfach. Und ob es dann gelingt, das werden wir dann sehen. Okay, Tobias, viel Erfolg dabei und auch für die nächsten Spiele noch. Mach's gut. Dankeschön. Mach's gut.